Was verbinden Sie mit dem Stichwort Beleuchtung? Funktionalität, Gemütlichkeit, Durchblick in der Dunkelheit? Wir bringen Licht ins Dunkel, jetzt in HWK TV. Mit Licht bewusst gestalten, das ist die Mission von Schilder- und Lichtreklameherstellern. Taucht die Welt ins Dunkel ein, ist ihre Arbeit ein leuchtender Hingucker in der Nacht. Wo diese Arbeiten entstehen, verraten wir gleich. Doch zunächst geht es um die Frage, wie unser Licht überhaupt dort leuchtet, wo wir es brauchen. Ein Job der Elektroinstallateure. Sie verkabeln Häuser, Büros oder ganze Fabriken. Nicht nur beim Neubau greifen sie zu, auch bei der Modernisierung. Die gewinnt aktuell dank Konjunkturprogramm massiv an Bedeutung. Obermeister Christoph Hansen stellt hierzu klar, wie stark es dann letztlich in den Betrieben ankommen wird, ich denke mal, das können wir alle heute nicht auf den Punkt beziffern. Aber dass es ankommen wird, davon sind wir überzeugt, davon sind wir auch im Verband überzeugt. Die Konjunkturprogramme zielen ja sehr stark darauf ab, dass also hier im Gebäudebereich, im Bereich der Energieeffizienz Unterstützung geleistet wird. Und das sind ja alles Bereiche, die auch im Handwerk dann wieder ankommen. Das kommt im Handwerk an, aber auch dem Kunden zugute. Denn Verbraucher sparen dank energetischer Sanierung langfristig Energie und damit Geld. Neu entwickelte Leuchtmittel sparen zusätzlich beim Verbrauch. Und doch verrät Obermeister Hansen auch, dass Licht nicht nur in einer Kosten-Nutzen-Rechnung erscheint, sondern auch Gemütlichkeit ausstrahlt. Für mich ist indirektes Licht immer eine wichtige Sache zu Hause. Das ist Gemütlichkeit. Und ich muss mich auch daran gewöhnen, die eine oder andere Glühlampe jetzt allmählich rauszuschrauben und durch eine Energiesparlampe auszutauschen. Dank neuen, warmen Diodenlichtes sollte das leichter fallen. Weniger um Gemütlichkeit, sondern eher um leuchtende Werbebotschaften geht es bei der Arbeit der Schilder- und Lichtreklamehersteller. So bei Dietmar Fuchs, der seine Mission auf den Punkt bringt. Wir sind die Architekten der Nacht. Wir wollen ganz klar hochwertige Werbemittel bauen, schönes Design. Und auch, wo wir wieder beim Mittelständler wären, was Filialisten unsere Mittelständler sind, unsere Lieblingskunden, die darin betreuen, die haben tolle Ideen, die haben tolle Shops, die haben tolle Produkte. Aber der ein oder andere hat vielleicht Defizite in der Außenwerbung. Ja, und da setzen wir an, mit denen zusammen Präsentation nach außen zu verwirklichen. Bei dieser Verwirklichung sind die Handwerker aus Sinzig bundesweit im Einsatz. 28 Mitarbeiter sind im Unternehmen von der Beratung über den Computerentwurf, die Druckerei bis zur Schlosserei beschäftigt. Eigentlich sind es mehrere Berufe unter einem Dach, die hier zusammenarbeiten. Eine Ansammlung von Spezialisten, die auch für Dietmar Fuchs, der seit 2006 Geschäftsführer des vor 60 Jahren gegründeten Familienunternehmens ist, immer noch das Besondere ausmacht. Ja, das ist eigentlich das Besondere hier im Unternehmen Fuchs, dass wir halt die verschiedenen Abteilungen haben. Wir haben hier die Grafik, wir haben weiter hinten die Schildermalerei, Folienarbeiten, wir haben die Lackiererei, sprich Oberflächenveredelung, wir haben die Schlosserei, Metallbau, wir haben die Elektrotechnik mit LED und Lichttechnik und wir haben die Montageteams, die die Gewerke montieren, sprich viele verschiedene Gewerke, die zusammen kombiniert werden, das in verschiedenen Formen und Farben, relativ umfangreich. Kann nicht jeder, braucht man qualifizierte Mitarbeiter, gerade im handwerklichen Betrieb, zumal in dem Bereich auch immer die Anforderungen der Kunden höher werden, sprich qualitativ hochwertig arbeiten in kurzer Zeit. Und das macht das Ganze eigentlich so spannend. Spannend auch bei der Spannung, denn zum Berufsbild des Schilder- und Lichtreklameherstellers gehört auch, Watt und Volt in die richtigen Kanäle zu leiten. Im Unternehmen arbeiten auch Elektriker, Metallbauer oder Schlosser. Durch ihre Hände geht die Leuchtreklame, die anschließend Nacht für Nacht erzählt, hier sind wir. Arbeiten, in denen kreative Ideen, technische Möglichkeiten und handwerkliche Umsetzung vereint sind. Um Weiterbildung und Energie geht es auch in unserem heutigen aktuellen Tipp. Genauer um Energieeinsparung. Die Handwerkskammer bietet ein ganzes Paket an Weiterbildung und Informationsmöglichkeiten. So am 10. März. Dann geht es im Zentrum für Umwelt- und Arbeitssicherheit um die notwendigen Kenntnisse zur Durchführung des Energiechecks. Im Rahmen der Kampagne Haus sanieren, profitieren. Schulungen finden am 10. März und am 3. April von 16 bis 20:15 Uhr statt. So werden Handwerker fit gemacht, um den energetischen Zustand eines Hauses zu ermitteln, mit allen Stärken und auch Schwächen. Aber auch ein Hinweis für Hausbesitzer, wie man Energie effektiv einsetzen kann. Und damit zurück ins Studio.